Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pet Klinik. Ja, die erste Aufnahme im neuen Jahr. Ich nehme auf am 7. Januar 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, und ich würde mal sagen, wir knüpfen jetzt hier direkt an. Und die Hanna, die freut sich, dass bislang alles ganz gut läuft hier in der Klinik. Ich mich im Übrigen auch. Sehr gut, es läuft doch alles gut bislang. Oh, hallo Jessica, wie kann ich dir heute helfen? Naja, ich habe gehört, jemand hat Henrys verstaubte Klinik renoviert. Ich glaube, das war das, was wir letzte Folge schon mal gemacht hatten. Da musste ich natürlich gucken, wer diese alte Hütte wieder zum Laufen kriegen will. Das ist Henrys Enkel. Er war so stolz, dass sein Enkel die Klinik übernehmen wird. Ja, ich kenne seinen liebenswerten Enkel. Du musst Jessica sein, richtig? Schön, dich kennenzulernen. Was auch immer. Ich wünsche dir viel Glück dabei, mit Wettkorb mithalten zu können. Wir werden sehen, wie das hier endet. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Was war das denn? Warum war Jessica so zickig? Vielleicht hatte sie nur einen schlechten Tag. Jessica war früher immer ganz nett. Oh, guck mal, da ist schon der erste Patient. Du solltest nach ihm sehen. Oh, jetzt hat sie meine Wimper verhakt. Oh. Wir haben doch noch gar nicht offen. Mensch. Jetzt haben wir aber offen. Da kommt eine kleine Miezekatze. Erstmal gucken hier, ob ich das überhaupt noch hinkriege hier. Hallo, Miezi. Oh, hallo. Oh, und es ist immer noch genauso niedlich. Was bist denn du für eine? Ja, fein. Ein Feini. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Es ist, oh, sie ist traurig. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Tierakte. Die Ines. Beim Spazierengehen ist unsere Maus auf einen Ast getreten und leckt sich jetzt die Pfote. Ich glaube, sie hat sich verletzt. Amerikanisch Kurzhaar. Okay. Ja, dann. Pfote also, sagt er. Uiuiuiui. Also ich habe im Moment so ein paar Probleme mit meinem Controller, dass der sich total blöd dreht. Das kriegen wir schon mal nicht mehr innerhalb der Zeit hin. Doch, gerade noch so. Nee, kriegen wir nicht mehr. Wir müssen es ja noch weglegen. Hat trotzdem noch funktioniert. Okay. Jetzt einmal mit dem Tupfer sauber machen. Alles gut, Kleine. Oh. Jetzt habe ich sie böse gemacht. Alles prima. Guck mal, hier sind sogar die Schnurhaare da rechts zu sehen. Ah. Okay, ich musste gedrückt halten. So war's. Ah. Oh, das war wirklich perfekt. Also fast geht's nicht mehr besser. So. Und jetzt ein Verband drum. Ja. Hat doch ganz gut funktioniert. So, dein Haustier hat sich wohl verletzt und ich habe eine kleine Wunde an der vorderen rechten Pfote versorgen müssen. Es war nur eine kleine Wunde an der vorderen rechten Pfote. Mit ein wenig Ruhe sollte die Wunde heilen. Feine kleine Maus. Ah. Ja, dann können wir sie nach Hause entlassen. Mach's gut, kleine Maus. Oh. Ich mag die zwar kleine Mieze, aber ich hoffe trotzdem, wir sehen uns nicht so schnell wieder. Oh, was kommt denn da für ein kleiner Hund? Ist ja auch süß. Was bist denn du? Ein Dackel, Dackel Lupo. Seit dem letzten Waldspaziergang haben wir vermehrt Beulen im Fell beobachtet. Oh, irgendein Ungeziefer vielleicht. Oh, du schielst, Lupo. Guck mal, der hat einen Silberblick, der guckt nach innen. Der schielt auf den Augenwinkel. Ja, fein, feini. Oh, guter kleiner Mann. So. Dann wollen wir dich doch mal behandeln. Also, Beulen im Fell, das sind garantiert irgendwelche Viecher.
So. Also ich habe echt, ich habe das irgendwie das Problem, dass der Controller automatisch hier steuert, ohne dass ich irgendwas drücke. Das ist echt doof. Bei Rocket League merke ich das auch ganz stark. So, ja genau, siehst du da Zecken? So, supi. Zecken sind so auch so ekelhafte Viecher. Bla. So, die Zecken am hinteren rechten Bein wurden entfernt. Kontrolliere nach jedem Ballspaziergang das Fell und das hintere rechte Bein auf Zecken. Nicht nur das hintere rechte Bein, alles. Hast du fein gemacht, ein guter. So, dann können wir den eigentlich auch schon wieder nach Hause schicken hier. Oh. Ach, das Spiel ist einfach süß gemacht. Ja, jetzt ist sie schon wieder zu Hause. Unsere Sprechstundenhilfe. So, hier kriegen wir nochmal Geschenke. Oh. Oh, und wir können neue Räume ausbauen. Ja, cool. Guck mal, wir sind relativ kurz vor Stufe 5. Wir müssten noch zwei Dekorationen platzieren. Warte mal. Hab ich hier noch irgendwie irgendwo... Da habe ich noch nichts. Warte mal, wie platziere ich das nochmal? Achso, ich hab's ja schon platziert. Ha. Wollen wir hier vielleicht eine Pflanze reinstellen? Ja, guck mal. Oder den Pokal. Die finde ich toll. Jo, und damit haben wir auch Klinik Level 6 erreicht. Ein Hausmeisterraum. Wird auch Zeit, dass sie etwas gegen die mangelnde Hygiene macht. Bei Vetcorp haben wir einen extra Reinigungsdienst, der sich darum kümmert. Oh, wirklich? Schön für dich. Immerhin habe ich gelernt, wie man sauber macht. Du musst verstehen, damals musste Jessica hier auch alles sauber machen. Das war Teil ihrer Aufgaben. Sie ist bestimmt froh, das nicht mehr machen zu müssen. Deswegen braucht sie trotzdem hier nicht rumzicken. Das geht gar nicht. So. Zwei Patienten behandeln. Lasse Patienten sich wohlfühlen. Erreiche bei Patienten 3 Sterne. Sammle Münzen. Bereite Henrys Besuch vor. Baue Lager. Baue Aufenthaltsraum. Baue Außenbereich. Das ist jetzt einiges, was wir machen können hier. Mitarbeiterzimmer. Nee, Badezimmer nicht. Radiologie auch noch nicht. Operationsraum, boah, ab 20, krass. Oh, ich habe nicht genug Geld. Aber ja, den Aufenthaltsraum haben wir damit schon mal gebaut. Den sehen wir dann aber heute auch nicht mehr, oder? Nee. Gott, ich habe nur noch 136 Münzen. Warum hat meine Klinik keinen Namen mehr? Das wundert mich jetzt irgendwie. Ich hatte da aber auch schon mal noch Ideen gehabt und Tipps, wie ich die Klinik nennen könnte. Also falls ihr dann noch mal neue Ideen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Dackel, hatte ich eigentlich schon mal Dackel gehabt vor ihm? Nee. Bislang auch noch nicht, aber wir haben ja auch noch einige Fotos. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, warte mal, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Tiere haben wir noch nicht gesehen. Und 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Tiere kennen wir schon, zumindest in einer Farbe, und 12 noch gar nicht. Also ich bin mal gespannt, was uns hier noch so alles erwartet. Aber, ihr Lieben, die Zeit ist um. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch am Sonntag wieder mit dabei sein würdet bei Pet Clinic oder gerne natürlich auch bei den ganzen anderen Projekten. Also dann, macht's gut und bis dahin. Tschüss!